Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Klassiker der Philosophie. Was haben Sie uns heute zu sagen? Ich bin Rebecca Böhme und ich bin Neurowissenschaftlerin und Autorin und ich forsche am Center für soziale und affektive Neurowissenschaften in Linköping in Schweden. Und für diese Mini-Podcast-Serie spreche ich jetzt mit meinem Vater, dem Philosophen Gernot Böhme. Und wir haben gerade gemeinsam ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Über das Unbehagen im Wohlstand. Und das ist eigentlich gar nicht, worüber wir jetzt eigentlich sprechen wollten, aber ich denke, dass die Themen, die in dem Buch vorkommen, wir auch mit Sicherheit immer wieder im Podcast behandeln werden und die immer irgendwie mit anklingen werden. Aber heute möchten wir beginnen mit einem ganz großen und berühmten Philosophen, und zwar ist das Platon. Und wir wollen darüber sprechen, was Platon zum Thema Identität zu sagen hat. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Rebecca. Na. Freut mich ja, dass du hier mit dabei bist. Und wir sprechen jetzt also über Platon und die Identität. Also zunächst mal muss man sagen, Platon ist ja ein Grieche, nicht? Und der Ausdruck Identität ist die Übersetzung seiner Formulierung ho autos. Ho autos, also derselbe. Ja? Das ist einfach mal übersetzt, das derselbe. Und dieser Begriff hat eine große Karriere durch die ganze Philosophiegeschichte gemacht. Und wenn wir hier darüber sprechen, was uns heute Platon zu sagen hat, dann knüpfen wir natürlich daran an, dass in der Gegenwart der Ausdruck Identität auch weiterhin sehr viel benutzt wird, und zwar auch an relevanten Stellen. Beispielsweise geht von dem Psychologen Erik Erikson eine Theorie aus, dass die Erziehung eigentlich darauf hinauslaufen soll, dass eine junge Person eine Identität erwirbt. Das heißt, also er selbst wird und etwas Unverwechselbares an sich hat. Dieser Ausdruck Identität ist aber auch in vielen anderen Redeweisen heutzutage präsent. Also denk nur daran, dass man etwa von einer deutschen Identität redet, nicht? Damit meint man, was es eigentlich heißt, Deutscher zu sein. Aber damit man eben diese Ausdrücke auch heute besser versteht und aber auch kritisch versteht, ist es gut, darauf zurückzugehen, woher es bei Platon stammt. Und wie gesagt, da heißt es im Griechischen ho autos, derselbe. Und ich weiß nicht, ob dir das recht ist, dass ich jetzt einmal ein oder geradezu das zentrale Stück aus Platons Dialog Gastmahl vorlese, wo er diesen Begriff einführt. Ja, unbedingt. Originaltext kommt jetzt. Also, es handelt sich um den Dialog Gastmahl, wo Sokrates mit anderen ein Trinkgelage veranstaltet. Und wie Sokrates so ist, will er nicht einfach ein wildes Trinkgelage haben, sondern man soll sich über ein bestimmtes Thema verständigen. Und dieses Thema ist der Eros, die Liebe. Und als es nur zu Sokrates selber kommt, ist es so, wie er eben ironischerweise immer sagt, er selbst weiß ja eigentlich gar nichts Rechtes und er muss sich von anderen belehren lassen. Das heißt also, was er selber zu sagen hat, gibt er wieder als die Lehre, die er von der Priesterin Diotima erfahren habe. Und Diotima weist nun darauf hin, dass also im physischen Bereich bei Tieren und Menschen die Liebe eigentlich darauf hinausläuft, dass man Kinder zeugt. Und sie sagt, die Liebe sei eigentlich das, was man selbst ist, auf Dauer stellen soll. Das heißt, gewissermaßen zur Ewigkeit machen soll. Und das geht natürlich beim menschlichen Leben nicht. Wir sind ja alle sterblich. Das war für die Griechen auch sehr entscheidend. Sie nannten sich ja selber Ephemeroi, das heißt die Tageswesen. Aber, sagt Platon oder beziehungsweise Diotima, es ist ihnen möglich, an der Ewigkeit teilzuhaben, indem sie sich sozusagen immer reproduzieren, also Kinder zeugen. Und also an die Stelle, da steigen wir ein, wo sie das gesagt hat. Denn ganz ebenso wie dort, also bei den Tieren zum Beispiel, auch hier die menschliche Natur nach Vermögen immer zu sein und unsterblich strebt. Sie vermag es aber nur auf diese Art, durch die Erzeugung, dass immer ein anderes Junges statt des Alten zurückbleibt. Denn auch von dem einzelnen Lebenden sagt man ja, dass es lebe und dasselbe sei, hier autos, nicht dasselbe sei, wie einer von Kindesbeinen an immer derselbe genannt wird, wenn er auch ein Greis geworden ist.
und heißt doch immer derselbe, ungeachtet, dass er nie dasselbe an sich behält, sondern immer ein neuer wird und Altes verliert an Haaren, Fleisch, Knochen, Blut und dem ganzen Leibe. Und nicht nur an dem Leibe allein, sondern auch an der Seele. Die Gewohnheiten, Sitten, Meinungen, Begierden, Lust, Unlust, Furcht, hiervon behält nie jeder dasselbe an sich, sondern eins entsteht und das andere vergeht. Und viel wunderlicher ist noch als dieses, dass auch die Erkenntnisse nur teils entstehen, teils vergehen und wir nie dieselben sind in Bezug auf die Erkenntnisse, sondern dass auch jeder einzelnen Erkenntnis dasselbe begegnet. Denn was man Nachsinnen heißt, geht auf eine ausgegangene Erkenntnis. Vergessen nämlich ist das Ausgehen einer Erkenntnis. Nachsinnen aber bildet statt der Abgegangenen eine Erinnerung aus und erhält so die Erkenntnis, dass sie scheint, dieselbe zu sein. Und auf diese Weise wird alles Sterbliche erhalten, nicht so, wie es durchaus immer dasselbe wäre wie das Göttliche, sondern indem das Abgehende und Veraltende ein anderes Neues zurücklässt, wie es selbst war. Durch diese Veranstaltung, o Sokrates, sagte sie, hat alles Sterbliche Teil an der Unsterblichkeit, der Leib sowie alles Übrige, das Unsterbliche aber durch eine andere. Wundere dich also nicht, wenn ein jedes von Natur seinen eigenen Sprössling in Ehren hält, denn die Unsterblichkeit, der Unsterblichkeit wegen begleitet jeden dieses Bestreben und diese Liebe. Ja, da kommt das ja jetzt schon mit ganz rein, diese große Frage eigentlich. Wie kann man denn überhaupt derselbe sein, wenn man sich ja ständig verändert in seinem Leben, nicht wahr? Ja, da hast du ganz recht, dass du das sofort aufwirfst. Man kann ja fast sagen, dass hier eine Art Widerspruch im Text ist. Denn Platon oder Sokrates hier oder die Optima, die sind ja ganz radikal. Die verstehen den Menschen als total veränderlich, nicht? Nichts bleibt. Mhm. Also alle Zellen werden ausgetauscht und sogar die Erkenntnis, wie sagen, also dann die Vorstellungen, Vorlieben und so weiter im Laufe des Lebens, alles geht ab und wird durch ein anderes ersetzt. Und nun wird das aber damit konfrontiert, dass jemand von der Geburt an, bis er ein Greis ist, mit demselben Namen angesprochen wird. Ja, ja. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Das heißt, die Identität hat ein Mensch nicht von sich aus oder von Natur aus, sondern es ist eine gesellschaftliche Zumutung. Nicht? Also die Mitmenschen erwarten, dass du immer derselbe bist, mhm. sodass eigentlich die große Frage auftritt, ja und wie macht man das? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich finde es interessant, dass du das Zumutung nennst, denn Zumutung ist ja eigentlich auch eher leicht negativ. Ne? Da schwingt ja was Negatives mit dabei. Es ist so ein bisschen im Sinne von, du musst es sein, ob du willst oder nicht, würde ich sagen. Also wenn man jemandem was zumutet, ist es ja schon eher etwa eine Last eigentlich fast, die man jemanden aufbürdet. Und ich denke, was da mit reinkommt, ist auch der Punkt der Verantwortung. Ne? Dass man eben, selbst wenn man sich verändert, man muss verantwortlich sein für das, was man gemacht hat früher im Leben. Ja, unbedingt. Also da können wir einen anderen Philosophen reinbringen, nämlich Nietzsche, der ja gesagt hat, der Mensch ist das Tier, das versprechen kann. Nicht? Also das Besondere an Menschen ist, dass er, was er heute sagt, dafür kann er morgen einstehen. Das heißt, er erfüllt das, was er heute sagt. Und umgekehrt in die Vergangenheit auch. Das heißt, jetzt können wir wieder den Ausdruck Zumutung einsetzen. Die Gesellschaft mutet dir zu, für die Sachen einzustehen, die du vor 2-3 Jahren verbrochen hast, sagen wir mal. Mhm. Und dieses Problem ist auch in vielen Prozessen ein Problem gewesen, weil insbesondere Leute, die also nach Jahrzehnten als Nazi-Verbrecher angeklagt wurden, gesagt haben, nein, das bin ich gar nicht, nicht? Mit dem sie da reden. Zumindest nicht mehr, ne? Ja, wenn man sich immer doch verändert. In gewisser Weise haben die ja sogar recht. Aber wie gesagt, es wird ihnen gesellschaftlich zugemutet, gerade zu stehen, was sie früher gemacht haben. Also in gewisser Weise derselbe zu sein. Also nicht, er wird als derselbe angesprochen und muss also die Lasten, die aus dieser Identität eigentlich folgen, tragen. Also das finde ich irgendwie ganz wichtig. Ich finde es auch so wichtig,
dass man daran erinnert, dass heutzutage es ja eine große Mode der Selbstverwirklichung gibt, nicht? Ja. Und das heißt, das wird auch als Zumutung verstanden, eigentlich, dass man also eigentlich eine Last hat, weil die Gesellschaft von einem erwartet, dass man ein vorzeigbares und identisches Selbst hat. Und gut, aber das ist die Frage. Wie macht man das denn überhaupt auf dem großen Hintergrund, den die Othema im Platons Text einigermaßen plausibel mitteilt, nämlich, dass der Mensch wirklich ein durch und durch veränderliches Wesen ist. Und hat denn Platon auch dazu was zu sagen? Wie macht man denn das? Wie schafft man denn das, dass man dann tatsächlich, so eine Identität aufbaut, die man selbst sein Leben lang auch für sich selber durchziehen kann? Denn ich denke, es geht ja nicht nur darum, wie man die Identität natürlich auch, Identität ist ja viel so, was man nach außen auch darstellt. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Identität etwas ist, was die anderen sehen. Die sehen dich als dieselben Menschen mit demselben Namen und vielleicht denselben. Hier in Schweden hat man die Personennummer, die immer gleich bleibt, die jedem zugeschrieben ist. Aber es geht ja auch darum, wie es sich von innen anfühlt. Also wie man auch für sich selber so eine Identität aufbaut, die das Leben lang irgendwie vielleicht nicht gleich bleibt. Und viele Leute verändern sich ja auch gerne, wollen ja vielleicht gar nicht dieselbe Person sein, die sie vor 20 Jahren waren. Aber trotzdem muss es ja irgendwie ein kontinuierlicher Fluss sein, sodass man sich nicht plötzlich abgeschnitten fühlt zu seiner Vergangenheit. Ja, ich glaube, dass es darauf zwei Antworten gibt. Du hast jetzt aber nachgefragt, ob vielleicht Platon selber eine Antwort darauf gibt. Und das tut er auch. Und zwar gibt es einen anderen Dialog, wo Sokrates mit dem Jüngling Alkibiades redet. Das war sein Liebling auch. Und da geht es um den Begriff der Selbstsorge, der ja eine große Karriere in unserer Zeit auch wieder hat, nämlich durch Foucault ausgelöst. Aber Foucault bezieht sich letzten Endes sogar auf Sokrates selbst, nämlich auf diese Stelle, wo sie eben zu der Selbstsorge kommen. Und Sokrates, ja, wenn man damit weiterarbeiten will, dann muss man ja erstmal wissen, was das selbst ist, nicht? Ja. Also da kommt auch wieder dieser Ausdruck Autor, nicht? Das Selbst. Und das ist hochinteressant, dass er im Grunde darlegt, wie man dieses Selbst an sich selber ausbildet. Und zwar geht Sokrates so vor, dass er den Alkibiades fragt, ob er einen Unterschied macht zwischen dem, der etwas gebraucht, und derjenige, was er gebraucht. Also geht erstmal wieder wie üblich von handwerklichen Beispielen aus, nicht? Da ist es so, der Handwerker ist der Gebrauchene und der gebraucht den Hammer beispielsweise, nicht? Und dann geht es aber weiter. Dann fragt er, ja, Alkibiades, nicht? Wie ist das? Gebraucht nicht auch der Handwerker seine eigene Hand? Ja, natürlich. Also auch der eigene Leib ist etwas, was man gebraucht. Ja. Das heißt also, wenn wir darauf hinauslaufen, dass der Gebrauchende das Selbst ist, dann ist es so, dass der eigene Leib nicht dazu gehört. Und das geht noch weiter. Er sagt, deine Freunde, nicht? Die gebrauchst du ja auch. Oder noch schlimmer, die Sprache. Man gebraucht die Sprache. Und das heißt, in diesem Dialog, in dem er immer konsequent diese Differenz zwischen dem Gebrauchenden und was er gebraucht durchführt, führt dazu, dass das, wozu nach die Fragen das eigentliche Selbst schließlich nackt und bloß dasteht, ohne irgendwelche Eigenschaften. Nicht? Und das heißt also, dieses Selbst ist nicht der konkrete Mensch, sondern es ist eine Identität, die er in sich überhaupt erstmal ausbilden muss. Ja, aber was bleibt denn dann auch groß übrig, wenn man sozusagen alles wegreduziert hat, weil alles ja irgendwie gebraucht wurde? Also ich meine, als Neurowissenschaftler würde ich jetzt vielleicht sagen, na, das Gehirn bleibt dann übrig, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an für mich, das zu sagen, dass das Selbst wäre letztendlich dann eben unser Nervensystem. Das scheint mir nicht richtig. Ja, wenn wir aber dem Dialog folgen, kann man einfach sagen, ja, was ist denn an dem Gebrauchenden, was zeichnet ihn aus? Dass er gebraucht. Nicht? Das heißt, es ist ein Aktivitätszentrum, ein Handlungszentrum, was ausgebildet wird. Und in diesem Fall auch mit dem impliziten Ziel, dass er dabei derselbe bleibt, nicht? Weil er immer der Gebrauchende ist. Und gerade, dass er keine Eigenschaften hat, der Gebrauchende prädestiniert diese Instanz dazu. Also im Ganzen ist es so, dass eigentlich dieses Gespräch darauf hinausläuft, dass derjenige, der sich um sich selbst kümmern kann, die berühmte Selbstsorge ausüben muss, in dieser Sorge um sich zunächst mal diese Instanz desselben, also diese Handlungsinstanz, ausbilden muss.
Und das ist natürlich etwas, was also historisch, also bis zu Erikson, eine große Karriere gemacht hat. Bei Erikson hat man noch sehr stark das Gefühl, dass diese Identität auch inhaltlich bestimmt ist. Also, dass man ein unverwechselbarer Mensch ist. Aber bei Sokrates ist diese Identität, also dieses Selbst, ist ja nicht eine Instanz, die Eigenschaften hat, sondern die erzeichnet sich im Grunde nur durch das Identischsein aus. Es ist übrigens interessant, dass im weiteren Verlauf des Dialogs diese Instanz Seele genannt wird. Mhm. Nicht? Also da knüpft er gewissermaßen an ältere Vorstellungen an. Aber wenn wir das alles ernst nehmen, dann sehen wir, es handelt sich bei der Ausbildung eines Selbst eigentlich darum, dass ein Mensch sich selbst als handelnde und damit auch verantwortliche Instanz ausbildet. Ja. Und dann ist der Erikson gar nicht mehr so entfernt, nicht? Also Ausbildung eines Selbst als Erziehungsziel. Der Mensch soll gewissermaßen erwachsen werden und dieses Erwachsene-Sein besteht nach Platon, Sokrates, darin, eine verantwortliche Person zu sein. Also man ist sozusagen erst dann ein richtiges Selbst, wenn man Verantwortung übernehmen kann und wenn man auch vielleicht aktiv und im gewissen Sinne frei entscheiden kann, was man macht und wie man handelt, ne? Ja, unbedingt, nicht? Aber ich glaube, wir können uns auch darüber verständigen, dass das sich nicht von alleine ergibt. Man muss an sich arbeiten, um so etwas zu sein. Deshalb kommen wir auf diese Formulierung gesellschaftliche Zumutung zurück. Nicht? Das heißt, um das, was die Gesellschaft von uns erwartet, nämlich mündige Menschen zu sein, verantwortliche Personen, ist etwas, was sich nicht von selbst ergibt. Man muss sich darum bemühen. Nicht? Man muss also sozusagen seine Emotionen auch überwinden können. Und man muss lernen, eben durch die Zeit hinaus durch dieselbe zu bleiben, im Sinne von Nietzsche, nicht? Ich verspreche heute was und ich fühle mich morgen verpflichtet, das zu tun. Das ergibt sich auch nicht von selbst, sondern es ist eine Art innere Disziplin, die dazu führt. Ja, das ist ja irgendwie interessant, wenn man sich das mit etwas mit neurowissenschaftlichen Gedanken dazu und Ideen dazu vergleicht, weil da ist es ja letztendlich so, dass, also gibt es ja eine riesige Diskussion darüber, was ist das Selbst und gibt es überhaupt so ein Selbst oder ist das sowieso nur eine Illusion? Ich glaube, da können wir nicht im Detail drauf eingehen, aber ich denke, das ist interessant, sich zu überlegen, ja, ist das Selbst denn etwas, was wir einfach haben, was uns einfach sozusagen passiv gegeben ist von Anfang an, was vielleicht dann mitwächst, wenn wir uns entwickeln und dann mehr Erfahrungen im Leben sammeln. Aber ist es etwas, was uns passiv gegeben ist oder was wir irgendwie doch auch aktiv mit erschaffen müssen? Ja, du hast recht. Vermutlich gibt in einem anderen Sinne dieses Selbst auch, nämlich als so, da man die Ressourcen, die einem mitgegeben sind. Aber da würde ich eher von einem tieferen Selbst reden. Aber Selbst im Sinne von Identität ist wirklich eine Leistung. Und natürlich könnte man den Neurowissenschaftler fragen, ob man eventuell im Hirn eben für diese Instanz, die sich durch die Zeit selbst erhält, durchhält, ob man dafür da ein Zentrum finden würde. Das ist schon sehr interessant. Und zumal, wie gesagt, man kann das, worum es hier geht, nicht auf bestimmte Eigenschaften stützen, die ein Mensch hat. Ja, man würde traditionell sagen, es ist die Sache des Willens. Mhm. Naja, und vielleicht auch eine Form von Gedächtnis, ne? Also ich meine, es gibt vermutlich keine Region im Gehirn, die sozusagen dieses Selbst oder diese Identität beinhaltet oder die kontinuierliche Selbstempfindung irgendwie aufrechterhält. Außer vielleicht das eben das Gedächtnis, ne? Also ich meine, das episodische Gedächtnis, aber auch die Dinge, die man kann, die kommen da ja auch mit hinein. Also gar nicht nur das episodische Gedächtnis, bei dem man sich eben merkt, welche Dinge einem passiert sind im Leben und besondere Ereignisse, sondern eben auch wirklich die Dinge, die man erlernt. Also Fahrradfahren oder Skilaufen und so weiter. Dinge, die man gelernt hat, die tragen ja auch mit dazu bei, würde ich sagen, dass das irgendwie so ein kontinuierliches, naja, Identität irgendwie in einem gewissen Sinne auch entsteht. Natürlich wird es dann ganz spannend, wenn wir in den Bereich kommen, wo Menschen vielleicht aufgrund von Demenz oder Erkrankungen dann wieder Fähigkeiten auch verlieren. Sie bleiben ja trotzdem derselbe Mensch. Also auch in dem Fall, da ist das ja die Identität
kontinuierlich sollte sie sein eigentlich? Naja, aber gut, sie werden von den Betreuern so angesprochen. Aber wir wissen von den Dementen, dass sie sich dessen keineswegs sicher sind. Das stimmt, ja. Nicht? Also das spricht ein bisschen dafür, dass es vielleicht doch auch eine physische Basis haben könnte, das, was hier gewissermaßen gesellschaftlich gefordert wird, nämlich eine identische Instanz in sich auszubilden. Aber ich will noch mal eine andere Lösung erzählen, die nun nicht von Platon stammt, sondern von Kant. Also bei Kant ist es so, dass er ja sagt, das identische Selbst, was also die Erkenntnisse trägt und zusammenhält, ist eigentlich ein Produkt der Erkenntnisleistung, was er Synthesis nennt. Also man hat viele Eindrücke und die werden miteinander verbunden. Und erst nachträglich kann man sagen, ja, derjenige, der Eindruck A erfahren hat, B, C und so weiter, ist immer derselbe. Das Selbst konstituiert sich hier als die Kraft, die verschiedenen Eindrücke, die im Laufe des Lebens oder im Laufe einer Stunde passieren, zu einer Sache zusammenzuhalten. Mhm. Und in dieser Arbeit der Synthesis, wie ihr sagt, des Zusammenbindens, konstituiert sich überhaupt erst das Selbst. Das ist ein hochinteressanter Gedanke, denn man könnte es allgemein dann so ausdrücken, dass das Selbst, auf das es hier ankommt, also die Identität einer Person, ein Produkt seiner biografischen Lebensführung ist. Also, dass er sein ganzes Leben als einen Zusammenhang vorstellt und auf diese Weise die Einheit herstellt, die er als kleiner Junge war und er als alter Mensch. Ja, und dabei ist es natürlich, glaube ich, ganz spannend, dass es eben bei dem Selbst oder bei der Identität im Fall auf keinen Fall um irgendwas Statisches geht. Es ist niemals eine Momentaufnahme, so in diesem einen Moment. Nein. Ist es das, sondern es ist immer etwas, was sich über die Zeit hinweg ausdehnt, nicht wahr? Ja, nicht, also nicht, es wird sozusagen erzeugt durch Biografiearbeit. Du kennst das ja, man guckt ein altes Foto an, wo du, sagen wir, dich selber im Alter von 5 Jahren siehst. Was, das soll ich ja, sein? Genau. Nicht? Und da, also diese Leistung, dieses, was zunächst mal auch befremdlich ist, als ich selbst anzuerkennen, das ist Biografiearbeit. Ja. Und insofern, an diesem Beispiel sieht man auch, dass hier dieses Identischsein durch das Leben hindurch auch ein Produkt, eine Leistung ist, das überhaupt zusammenzuhalten. Und es gibt ja vielleicht auch Leute, die das gar nicht wahrhaben wollen, nicht? Und sicher auch Fälle, wo es dann tatsächlich nicht möglich ist oder in gewissen, also zumindest in Teilen der Erfahrung, die man gemacht hat, nicht möglich ist, aufgrund vielleicht der Schwere der Erfahrung. Also man hat ja in der Psychiatrie die, zum Beispiel die Dissoziation, wo also Teile der Wahrnehmung, der Erinnerung oder auch tatsächlich des Erlebens abgespalten werden. Ja. Und wo das tatsächlich dann aufbricht. Aber das sind natürlich schwere Fälle, wo Menschen wirklich also schlimme Erfahrungen gemacht haben. Das trifft eben nicht zu für den Otto-Normalbürger. Ja, aber immerhin sind es auch interessante Fälle, wenn man sagt, dass diese Biografiearbeit, durch die ein durchgehendes Selbst erbracht wird, eben gestört sein kann. Durch Traumata, genau, beispielsweise. Ja. Nicht? Oder ich meine auch wirklich Gedächtnisausfälle, ja, und so weiter. Auch das ist, sieht man, dass von der Empirie her sieht man, das, was also sowohl Platon im Theaetetos als auch Kant in der Kritik der reinen Vernunft eigentlich als eine Leistung des Menschen bezeichnet, dass der Mensch daran auch scheitern kann. Was ich ganz spannend finde, ist eigentlich auch nochmal der Punkt, dass es eigentlich auch hier um verschiedene Ebenen von Selbst geht. Also ich meine, man kann ja sagen, man hat erstmal dieses körperliche Selbst, was sozusagen einfach das leibliche Empfinden ist, so wie man sich eben gerade so spürt. Und das ist vielleicht nochmal was anderes. Das ist vielleicht die Grundlage dafür, dass man irgendeine höhere Form von Selbst und Identität entwickeln kann. Aber das ist vielleicht nochmal was ganz anderes als das, worüber wir hier jetzt vor allem gesprochen haben. Nämlich diese etwas höhere, das reflexive Selbst, so also eine Identität, ja, über die man nachdenken kann, über die man sprechen kann mit anderen Menschen und eben die man eigentlich nach außen hin trägt. Ne? Die Identität ist nicht nur was, was ich selber für mich fühle, das kommt natürlich auch mit hinein, aber sehr viel die Identität, die man nach außen hin hat, zur Gesellschaft und zu seinen Mitmenschen hin. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen von Selbst und, ja, Ebenen von Selbst. Ja. Ich glaube auch, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist im Grunde etwas, was zur Moral gehört, ja, zur Ethik.
Nicht? Das heißt, eben dieses verantwortliche Durchhalten gegenüber gesellschaftlichen Ansprüchen. Also wie das eben Nietzsche sagt, der Mensch ist das Tier, was versprechen kann. In dieser Hinsicht müssen wir sagen, dass das Selbst konstituiert ist. Und sicherlich gibt es auch ein anderes Selbst, ich hatte das vorhin das tiefere Selbst genannt, was einem gegeben ist. Und vielleicht gibt es da eine Verbindung zwischen beiden. Ich würde sagen, dass natürlich bei Erinnerungen, zum Beispiel ist ja doch wichtig ist, ob das irgendwelche Erinnerungen an irgendwas sind oder solche, die mich selbst betreffen, die mich was angehen, ja. Oder auch an gegenwärtigen Erfahrungen, nicht? Ja. Dass du plötzlich merkst, jetzt geht es um mich, nicht? Das ist meine Sache, was ich da erfahre. Und dass dieses Moment der Betroffenheit etwas ist, was vielleicht diese Erfahrung, dass ich mir selbst gegeben bin, mit der moralischen Aufgabe, derselbe zu sein, verbindet. Ich bin in diesem Sinne das, was mich selber angeht, wo es um mich selbst geht. Ja, und das ist ja tatsächlich auch so bei Erinnerungen, an Ereignisse, die einen tatsächlich getroffen und betroffen haben, dass man da emotional nach wie vor, also man hängt da ja mit drin. Es ist ja tatsächlich so, dass man das sehr oft stark emotional wieder erlebt, ja, und genau, miterlebt, wenn man sich da an Sachen erinnert. Ganz anders, als wenn man sich an Fakten erinnert, so wer wann welcher Präsident regiert hat und solche Sachen. Das ist ja was ganz anderes. Aber diese emotionale Betroffenheit eben auch in der Erinnerung, ich denke, die ist da ganz wichtig. Die gibt einem dann auch wieder diese Kontinuität zur Vergangenheit und diesem vergangenen Menschen, der damals das erlebt hat. Eben dadurch, dass man doch emotional das wieder erleben kann, indem man sich daran erinnert. Ja, das führt uns ja wieder zurück zu der Anerkenntnis, dass ich derjenige auf diesem Kinderfoto bin, nicht? Also im Grunde ist das erst wirklich vollständig vollzogen, wenn das, was aus diesem Foto zu dir spricht, etwas ist, was dich wirklich etwas angeht, nicht? Was? Das bin ich. Ja, und wenn du das anerkennst, auch was da, sagen wir, an Leiden oder auch an Bosheit oder auch Freude auf dem Bild zu sehen ist, du siehst, das, ja, genau, das war ich. Nicht? Also, da sieht man, dass also diese Betroffenheit durch Ereignisse wichtig sind für das, was eben mich ausmacht. Und dieses, was mich ausmacht, würde ich sagen, das ist das tiefere Selbst. Wir werden auf dieses Thema nochmal zurückkommen, nämlich wenn wir über Kierkegaards Begriff des Ernstes sprechen, weil er sich genau mit diesem Thema befasst und das Selbst eigentlich als dasjenige bezeichnet, wo es um mich selbst geht, nicht? Was ich ernst nehmen muss. Ja, spannend. Ja, super, dann können wir das jetzt hier schon als einen Schlusspunkt nehmen oder eine Überleitung über einen unserer nächsten Podcasts, in der wir eben also über Kierkegaard sprechen. Aber wir haben auch noch weitere unterschiedliche Klassiker in der Philosophie und wollen darüber sprechen, was die uns heute zu sagen haben und was die vielleicht bedeuten können. Ja, vielleicht sollte ich abschließend noch mal sagen, für diejenigen, die das nicht wissen, Platon ist ja auch in gewisser Weise einer unserer ersten Philosophen. Der hatte 428 bis 348 vor Christus gelebt. Also gute 2500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und schon damals haben sich die Menschen damit beschäftigt. Ja. Was ist die Identität? Und wir sind nicht weitergekommen eigentlich, oder nicht viel weiter. Die Aufgabe stellt sich immer wieder neu. Genau. Es ist eben auch eine existenzielle Aufgabe für jeden Einzelnen. Insofern kann man sehen, erstmal, dass also diese alten Griechen uns durchaus noch was sagen können, aber dass wir auch nach wie vor mit denselben Problemen vielleicht zu kämpfen haben, gerade in Bezug auf diese ganz grundlegenden Fragen im Leben, also eben, wer bin ich?